Ja, hallo, herzlich willkommen zum grünen Tee. Wir sitzen also hier zusammen im Garten mit Philipp und trinken grünen Tee. Ja, heute ist unser Thema das Radfahren. Einstimmig wurde ein neues Verkehrskonzept beschlossen, das sehr zukunftsweisend und sehr groß gedacht ist. Es wird um einiges wahrscheinlich ruhiger sein. Es wird menschenfreundlicher, begegnungsfreundlicher sein. Mein Name ist Katharina. Und das ist der Philipp, wir sind von den Gleisdorfer Grünen. Ja, was ist der grüne Tee? Das ist ein neues Format, das wir uns überlegt haben. Es geht uns darum, dass wir so aktuelle Themen aus der kleinen Region Gleisdorf besprechen. Ja, heute ist unser Thema das Radfahren. Aktuell entstehen gerade temporäre Radwege, Pop-up-Bike-Lanes, zum Beispiel in Wien, in Mailand, in Brüssel oder in Paris. Ja, zurzeit, weil wir gerade die riesen Corona-Krise haben, wird quasi Rad als quasi eins der Verkehrsmittel entdeckt, was nicht einen Sinn hat. Viele Autos, quasi man sieht fast keine Autos auf der Straße. Und die Leute entdecken das Radfahren, um sich zu bewegen, halten sich dadurch gesund. Die Luft ist besser, es ist leiser, weniger Autos, wir haben mehr Platz. Paris hat jetzt 650 Kilometer Radfahrwege entstehen da gerade, und zwar in 2 Wochen. Genau, und jetzt ist ja vielleicht die Möglichkeit gekommen und die Gelegenheit gekommen, neue Verkehrskonzepte zu denken, Städte neu zu denken und hier eine neue Verkehrsgeschichte zu schreiben. Mitten im Corona-Lockdown hat der Gleisdorfer Gemeinderat sich zu einer Grundsatzentscheidung durchgerungen. Einstimmig wurde ein neues Verkehrskonzept beschlossen, das sehr zukunftsweisend und sehr groß gedacht ist. Ja, wie die Katja schon gesagt hat, Gleisdorfer Gemeinderat hat das beschlossen. Aber das ist nicht nur ein Gleisdorfer Projekt, sondern eigentlich die Kleinregion Gleisdorf. Also es geht um 4 Gemeinden, Gleisdorf, Hofstetten, Ludersdorf, Wilfersdorf und Albersdorf-Brebuch, die gemeinsam das Projekt umsetzen wollen. Ja, aber wir haben den Mann eingeladen, der dieses Radverkehrskonzept gemeinsam mit seinem Team Verkehr Plus entwickelt hat. Jürgen Sorger ist nicht nur in seiner Freizeit ganz leidenschaftlicher Radfahrer, sondern bei seinem Job als Verkehrsplaner geht es auch um das Fahrrad als Verkehrsmittel. Ja, Jürgen, hallo, danke, dass du dabei bist. Darf ich dir nochmal herzlich begrüßen? Du bist ja nicht nur in der Freizeit begeisterter, leidenschaftlicher Radlfahrer, sondern du bist ja auch beruflich quasi auf dem Radl unterwegs und für die Radfahrer, kann man sagen. Und auf deiner Facebook-Seite haben wir ein schönes Zitat gefunden. Das lautet: Man sieht nur mit dem Fahrrad gut. Das Wesentliche bleibt für das Auto unsichtbar. Was wir eigentlich ein super Zitat finden. Und du machst ja auch Fahrradreisen. Wenn du vielleicht mal kurz ein bisschen erzählst, wie du da hinkommen bist oder was dir vom Radfahren gefällt. Ja, danke auf jeden Fall für die Einladung. Hat mich sehr gefreut oder freue mich sehr, dabei zu sein beim grünen Tee, auch wenn ich nur Wasser trinke. Das Zitat habe ich tatsächlich geklaut, aber es hat mir sehr gut gefallen. Es ist im Prinzip schon das, was für mich Radfahren ausmacht beim Radreisen, sage ich jetzt einmal. Also ich habe vor 6 Jahren begonnen mit Radreisen, längere Touren zu machen, ein bisschen so grenzüberschreitend unterwegs zu sein. Und es fasziniert mich in Wirklichkeit einfach das, dass man in der Natur oder zu seiner Umwelt, das ist jetzt gar nicht Natur, es kann eine Stadt sein, und einfach in der Umwelt und mit den Elementen sozusagen so nah dort ist einfach und mit seinen Sinnen alles erfassen kann und so unterschiedliche Dinge erfassen kann, die man jetzt da im Zug oder im Auto vielleicht nicht erfassen kann. Natürlich, man könnte natürlich zu Fuß gehen und das mitbekommen, nur wenn eine Sinneswahrnehmung zum Beispiel oder wenn irgendwas nicht so schön ist, dann ist man mit dem Rad schneller wieder weg. Das ist der Vorteil und man sieht relativ viel und Verschiedenes. Also man ist mit dem Rad eigentlich sehr schnell. Und das also ist quasi eine gute Kombination aus relativer Nähe zu quasi, und ich bin jetzt noch so langsam, dass ich es mitkriege, aber nicht so langsam im Fuß gehen, dass ich ewig brauche, von A nach B zu kommen. Und ähnlich flexibel wie zu Fuß, würde ich meinen. So. Ja, in deinem Job geht es aber nicht ums Genussradfahren und Radreisen, sondern um das Verkehrsmittel Rad im Alltag. Wie schaut deine Arbeit als Verkehrsplan aus? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist stark abhängig von der, ich würde sagen, von der Aufgabenstellung. Ich mache ja nicht nur Radverkehrskonzepte und nur Radfahren, sondern in Wirklichkeit arbeite ich sehr viel in so
konzeptiven, strategischen, langfristigen Projekten in der Planung und unterstützt sozusagen Gemeinden oder auch die Stadt Graz teilweise oder auch Verkehrsunternehmen oder den Verbund bei strategischer oder konzeptiver Ausrichtung von der Mobilität der Zukunft, sagen wir es mal so. Das kann von einer kleinen Gewerbe- oder Wohnentwicklung irgendwo sein, wo man sich die Frage stellt, wie werden wir das jetzt aufziehen, wo, also ganz detaillierte Dinge, wie wo ist die Zufahrt und wo ist die Abfahrt und wie macht man das mit dem Parken und so. Aber eben auch, wie richten wir den Radverkehr in den nächsten 10 Jahren in der Kleinregion Gleisdorf beispielsweise aus? Oder wie schaut man mit dem Thema Multimodalität oder mit Mobilitätswende sozusagen um und bringt es wirklich auf den Boden und arbeitet da sozusagen Leitlinien, Ziele, Strategien und versucht die aber auch so vorzubereiten, dass man sie in der Gemeinde dann umsetzen kann. Das ist ein bisschen auch diese Challenge, die man dann dabei hat. Also ja, die besten Konzepte helfen nichts, wenn es nicht umgesetzt werden. Aber da sind wir eigentlich schon beim Thema. Also in Gleisdorf gibt es ja, wie wir vorher schon gesagt haben, das Radverkehrskonzept, das du auch mit ausgearbeitet hast. Wenn wir uns jetzt vorstellen, also wir spulen jetzt ein paar Jahre vor, sagen wir 5 Jahre oder so, und dann ist das Konzept umgesetzt. Was für Chancen, für Möglichkeiten bieten sich da und wie verändert sich dann ein bisschen unser Leben, damit man da mal sich vorstellen kann, so ein Bild zu zeichnen, wie das ausschauen kann. Mhm. Also du machst da Regnose quasi, ja. um klug zu scheißen. Die Sichtweise von nach hinten und es ist umgesetzt. Ich glaube, der sofortige Effekt wird einfach eine stadtstrukturelle Unterschiedlichkeit sein zu heute. Es wird einfach anders ausschauen. Der öffentliche Raum wird anders wirken, die Wahrnehmung wird anders sein. Es wird um einiges wahrscheinlich ruhiger sein. Es wird menschenfreundlicher, begegnungsfreundlicher sein. Man wird viele Fußgänger sehen, die sich auf die Straße trauen wieder. Ich glaube, dass, wenn man jetzt sagt, wir setzen um und es ist jetzt 5 Jahre danach oder es ist quasi der Zeitpunkt, jetzt ist alles umgesetzt auf der Straße sozusagen, dann wird es schon eine Zeit dauern, bis man auch wirklich diese Effekte, diese Wirkungen erzielt. Wir sprechen ja vom menschlichen Verhalten, also Verkehrsverhalten und menschliches Verhalten zu verändern, das ist nicht so von heute auf morgen, ne? Das dauert ein bisschen. Ja, und also auch eine wunderschöne Infrastruktur und ein schönes Netz und eine gute Bewusstseinsbildung, die parallel dazu läuft, wird doch auch einige Zeit dauern, bis sie greift, bis man diese Verlagerung vom individuellen, motorisierten individuellen Verkehr auf den Radverkehr geschafft hat, das wird nicht von heute auf morgen passieren, auch nicht, wenn das Konzept schon steht, also umgesetzt ist. Ja, das glaube ich, aber insgesamt also ein sehr menschenbegegnungsfreundlicher, vitaler Raum, der also weniger Lärm, also die ganzen, wahrscheinlich weniger Parkflächen, weniger zugeparkte Flächen, Toträume und solche Dinge, stelle ich mir eigentlich sehr, sehr bunt und lebendig vor, sagen wir. Super. Ja, das sind ja total schöne Ausblicke, was uns erwarten könnte, auch wenn es noch ein bisschen dauern möge. Mit diesen wunderschönen Bildern von einer begegnungsfreundlichen und menschenfreundlichen Stadt würden wir uns verabschieden. Wir danken herzlich, Jürgen Sorger, fürs Kommen zum grünen Tee, auch wenn du nur Wasser trinkst. Ja, und wir freuen uns schon drauf, wenn es in Gleisdorf mehr Radwege und mehr Radfahrerinnen und Radfahrer gibt. Ja, freue mich auch sehr. Danke vielmals für die Einladung und ich freue mich genauso wie ihr. Super, danke. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Es geht also hier darum, den öffentlichen Raum neu zu verteilen, weg vom Auto hin zu Menschen, weil wir hätten ja gern Städte, die Lebensraum sind und nicht nur Parkraum. Ja, da haben wir ein tolles Zitat von der Wiener Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, die sagt, nie war so deutlich, wie ungleich verteilt der öffentliche Raum ist. In der Großstadt werden 67% von Autos blockiert. Hier braucht es ein Umdenken, da gibt es kein Zurück mehr in die autogerechte Stadt. Also wenn man sich das genauer durchdenkt, also 2/3 der Fläche in großen Städten werden vom Auto blockiert, das ist quasi Todfläche. Ich finde da den Begriff der autogerechten Stadt ganz interessant, der es eigentlich auf den Kopf trifft, weil eigentlich leben ja die Menschen in den Städten und eigentlich so die Stadt für die Menschen gebaut sind und nicht für das Auto. Und meine Kinder sind 8, 12 und 13. Die 2 Älteren können schon super Lanigrad fahren.
Allerdings muss man sagen, in der kleinen Region Gleisdorf ist es nicht wirklich sicher und wir schicken unsere Kinder zwar mit dem Rad durch die Gegend, aber so wirklich wohl ist uns nicht dabei. Aber wir haben mit vielen Eltern geredet und da kommt man dann drauf, dass sehr viele Eltern ihre Kinder eigentlich nicht wirklich mit dem Rad fahren lassen, nicht weil sie es nicht können, sondern weil sie einfach die Sorge haben, dass die Kinder einen Unfall haben oder es ihnen zu wenig sicher ist. Und Mitte 2019 hat die Gleisdorfer Gemeinde eine Umfrage gemacht zum Radfahrverhalten und was die Wünsche der Bevölkerung sind und es hat ziemlich regen Zuspruch gehabt. Also 500 Leute, fast 500 Leute haben teilgenommen, also ziemlich große Masse. Und es sind 200 Vorschläge gekommen der Bevölkerung. Und über 90% der Leute wünschen sich eine attraktive und sichere Radfahrinfrastruktur. Das heißt, die Infrastruktur ist ganz wichtig, dass die Leute nach auf die Straße gehen und Radfahren, sich sicher fühlen und dann das Rad nutzen. Und ja, die Leute haben auch gesagt, dass sie glauben, dass dann die Wirtschaft angekurbelt wird, wenn man eine bessere Radinfrastruktur macht. Ja, und dieses Radfahrkonzept soll jetzt also demnächst umgesetzt werden. Bei diesem Konzept geht es nicht darum, dass man schöne Radwege baut, landschaftlich schöne für die Sonntagsausfahrt zum Eisessen, sondern es geht um das Fahrrad als Verkehrsmittel im Alltag. Das Fahrrad soll das Verkehrsmittel für die kurzen Wege werden. Und dafür braucht man sichere, schnelle Routen, die gut beschildert sind. Und das ist also der Inhalt dieses Radverkehrskonzepts. Wie der Philipp schon gesagt hat, sind also mehrere Gemeinden sollen mit dabei sein. Es haben noch nicht alle im Gemeinderat das auch beschlossen. Also Gleisdorf ist mit dabei, Albersdorf-Probuch, Ludersdorf-Wilfersdorf und Hofstetten. Und da soll also ein großes Verkehrskonzept neu entstehen. Es geht hier um 124 Kilometer Radwege oder Radrouten. 9 Hauptrouten soll es geben. Allein in Gleisdorf sollen hier 22 Kilometer Radhauptrouten entstehen und 46 Kilometer Erschließungsrouten. Also ganz neu und ganz ungewohnt für Gleisdorfer Verhältnisse. Ja, so ein Konzept kostet natürlich auch Geld. 9,5 Millionen Euro sind dafür budgetiert. Eine sehr große Summe für neues Verkehrskonzept. Ja, und das soll sich aufteilen, diese Summe auf die Gemeinden. Aber ein Großteil soll das Land Steiermark bezahlen, weil das Land Steiermark hat eine Radinitiative laufen, die den Radverkehr ganz massiv stärken soll. Ja, also das wäre für uns ein unglaublicher Schritt vorwärts, also für die gesamte Stadt, für die Lebensqualität. Und wir finden es super, dass die Stadtgemeinde da quasi einen Riesensprung vorwärts macht und so einen Fokus auf den Radverkehr und auf die Lebensqualität legt. Eigentlich super. Wir wollen jetzt aber nicht zu viel vorgreifen, wie das genau ausschauen wird, weil da gibt es sehr viele Details. Wir haben quasi eine erste Basisinformation auf unserer Website, die Grünen Gleisdorf. Es wird aber von der Stadtgemeinde dann eine eigene Veranstaltung geben oder mehrere Veranstaltungen dazu, wie das genau ausschaut, wann das passiert und all die Details. Also dem wollen wir nicht vorgreifen. Ja, das war ein super interessantes Gespräch mit den Jürgen über das Radfahren und welche Auswirkungen das auf uns alle haben kann und die positiven Effekte. Ja, wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen zum grünen Tee nächste Woche und wir haben wieder einen tollen Gast eingeladen. Wir werden euch Infos schicken auf Facebook und auf unserer Website. Ja, und wir hoffen, ihr seid dabei. Baba. Baba. Ist gut, der Tee, oder? Ist gut.